Einen wunderschönen guten Vormittag. Klaus Degner, mein Name. Ich bin einer der Gründer der Allegro und leite das Produktmanagement und möchte Ihnen heute gerne zum Allegro in unserem Kundenwebinar etwas näher bringen über die Themen des Allegro Wiki, über die Performance, wie kann ich Performance optimieren beim Allegro, dann ein Fall, den wir in der Praxis oft gesehen haben, wie kann ich Skype-Verkehr debuggen. Jetzt möchte ich gerne noch im Teil 2 auf den Performance Optimization Guide eingehen. Dazu habe ich einen sehr einfachen Messaufbau bei mir hier im Lab aufgebaut. Und zwar ist das ein Allegro 3300. Moment, mal zurück zum Dashboard und Live-Ansicht. Und was hier jetzt läuft, ist, wir haben eine brandneue Dual 100 Gig Karte, die weit über 100 Gig Verkehr verarbeiten kann. Und ich wollte Ihnen einfach gerne mal zeigen, wenn ich so ein Allegro 3300 habe, der ist ja für bis zu 40 Gig geeignet, wie können wir darauf Performance optimieren für besondere Fälle, wenn es auch mal mehr Last gibt. Ich habe jetzt hier dahinter einen Paketgenerator und würde jetzt einfach mal 40 Gigabit Paket abspielen, so wie er im Default beim Allegro ankommt. Und da sehen wir jetzt, startet der Verkehr und wir haben jetzt, ja, 20 Gigabit Verkehr anliegen, also 20 Gigabit pro Richtung anliegen und können uns jetzt mal in den Interface-Statistiken ansehen, was Allegro macht. Was wir jetzt hier sehen, ist, wir haben 2,5 Millionen Pakete pro Sekunde, die verarbeitet werden. Wir hatten am Anfang, also wo urplötzlich die Last gestartet ist, musste das Allegro in den Datenbanken ganz viele neue IP-Adressen lernen. Tritt quasi nur dann auf, wenn so ein Paketgenerator angeschlossen wird und unglaublich, also plötzlich ganz viele neue Verbindungen kommen. Deswegen gab es hier kurz eine Überlast und auch in den Netzwerkkarten kurze Überlast, aber jetzt verarbeitet er alles ohne Paketverlust. Weitere Counter kann man sich dazu sehr gut ansehen unter den Systeminformationen, wo wir jetzt die Last darstellen. Also jetzt läuft das Allegro, am Anfang war es kurz am Anschlag, bis es alles gelernt hatte. Und jetzt kann man sich hier natürlich im Detail ansehen, okay, wir haben einen sogenannten IO-Thread laufen, der bei 60% liegt, viele Pakete annimmt und wir auch hier noch mehr Debugging-Informationen für uns da zeigen können. Zusätzlich haben wir die Analysatoren, die quasi die Pakete in unsere Memory-Datenbank konvertieren und diese laufen jetzt auch so bei 30-40% Last. Bis zu 50%. Und das bedeutet, wir können uns jetzt diesen Verkehr einfach ansehen und haben jetzt hier, ja, 13.000 Seiten A5. Ich glaube, es sind 65.000 IP-Adressen. Auch das können wir bei Systeminformationen sehen. Sehen wir jetzt, wir sind jetzt bei 65.000 IP-Adressen und haben schon 15 Millionen Verbindungen gelernt. Das heißt, das ist wirklich ein sehr großer Stressfall, wo wir das Allegro mit viel Verkehr bespielen. Gut, das verarbeitet er problemlos und das kann man jetzt auch hier messen anhand der Counter. Jetzt dazu kurz als Vergleich, was passiert, wenn wir das Allegro mal jetzt mit deutlich mehr Last bespielen. Ich habe den Verkehrsgenerator unserer, jetzt kann hier Layer 7 Verkehr bis 100 Gigabit erzeugen. Das machen wir jetzt. Jetzt werden 60 Gigabit verarbeitet vom Allegro und wir sehen zusätzlich, ich kann mal die Fehler zurücksetzen, dann sieht man das schön jetzt neu startend. Wir sehen zusätzlich, dass hier ein Teil der Pakete quasi als RX-Fehler, das heißt, die Netzwerkkarten waren zu langsam, die Pakete anzunehmen. Und zusätzlich war auch die Analysatoren waren zu langsam, den Verkehr entgegenzunehmen. Gut, was können wir in dem Fall machen, wenn Sie sagen, okay, ich habe wirklich mal extrem hohe Datenraten und möchte damit aber auch mal eine Aufzeichnung ermöglichen? Das ist relativ simpel. Hierzu können wir in den Einstellungen als erstes die Analysetiefe beschränken. Sagen wir zum Beispiel, wir wollen für den Live-Modus nur Paketaufzeichnung. Das können wir speichern. Moment, ich stoppe noch parallel mal meinen Verkehrsgenerator. Und wenn ich jetzt das Allegro mit dieser Einstellung neu starte, das dauerte mal einen kleinen Moment, weil jetzt muss er die alte Datenbank erstmal komplett
wegwerfen, das geht nachher dann schneller. So, jetzt läuft das Allegro wieder und jetzt sieht man hier schon, das Menü ist deutlich kleiner geworden, weil halt die Analyse nicht mehr stattfindet. Bloß, was jetzt passiert, wenn ich diesen Verkehr wieder starte, dann sehen wir sofort in den Interface-Statistiken, dass die Verarbeitung jetzt schnell genug ist. Jetzt haben wir nur noch das Problem, dass die Annahme der Pakete nicht schnell genug erfolgt. Dafür ist es bei den großen Systemen ab Allegro 3000 möglich, dass sie in den Experteneinstellungen, hier unter den vielen Settings, gibt es die Möglichkeit, von der CPU, wo wir viel logische Threads haben, einen Teil der Threads nehmen und sagen, diese sollen auch noch zusätzlich Pakete annehmen. Und ich stelle das einfach mal auf 4 ein, das ist ein guter Wert, und sage, er soll auch kein Hyperthreading der CPU verwenden. Und das ist jetzt so wirklich ein Maximal-Setting, was wir da einstellen können. Und speichere das einfach mal, bereiche mal das hier drüben ab, meine Messung. Und wenn wir das jetzt neu stoppen, dann können wir jetzt nochmal den Verkehr starten. Und sehen jetzt, dass das Allegro jetzt in der Annahme hier auf beiden Interfaces insgesamt 50 Gigabit ankommt. Das ist egal, die Karte kann auf einem 100 und auf dem anderen 0 Verkehr ankommt. Und wir sehen jetzt, ja, wir hatten eine ganz kurze Spitze am Anfang, wo es mal kurz zu Fehlern kam. Das ist immer das Dilemma, wenn ein Rechner quasi schläft und dann urplötzlich eine ganz hohe Last bekommt. Aber jetzt verarbeitet er diese Paketmenge, was 7 Millionen Pakete pro Richtung sind, also ja 6,6 Millionen, also ein bisschen mehr als 13 Millionen Pakete, werden jetzt hier problemlos verarbeitet. Und jetzt können wir uns auch hier mal die Last ansehen und sehen, das braucht jetzt für diese 100 Gigabit, liegen wir bei so 47% Last maximal und haben mehrere IOS-Reds und sehen hier jetzt viele Parameter. Und auch die Analysatoren haben Last. So. Jetzt hier als Beispiel, wie könnte ich diesen Verkehr auch noch aufzeichnen? Ich habe jetzt in diesem 3300er eine U2-SSD drin und könnte jetzt hier einfach mal einen Ringspeicher erstellen, sage ich mal 75%. Und dieser fängt jetzt an aufzuzeichnen. Jetzt ist klar, bei 100 Gigabit, das sind 10 Gigabyte pro Sekunde, das kann diese SSD nicht, zeichnet jetzt hier mit so 2-3 Gigabyte pro Sekunde auf, verwirft aber extrem viele Daten schon. Moment, ach, hier ist noch eine Regel drin, die müssen wir aber schmeißen zuerst. Also jetzt versuchen wir quasi mit Maximum aufzuzeichnen, ohne Längenfilter, und da sehen wir sofort, dass sehr viel Verkehr verworfen wird, weil das nicht geht. Und hier kann ich jetzt mit dem Allegro natürlich sehr leicht Paketregeln hinzufügen, indem ich zum Beispiel sage, wir zeichnen mal nur zum Beispiel die ersten 10 Byte von Layer 7 bis zum ersten 10 Byte der Layer 7 auf. Führt natürlich sofort dazu, dass wir jetzt einen Teil der Bytes verwerfen, weil wir die nicht aufzeichnen müssen. Aber wir zeichnen jetzt wirklich diesen 100 Gig Link mit zum Schluss 800 Megabyte pro Sekunde auf und könnten das jetzt theoretisch, kann ich mal schnell machen, wenn wir jetzt hier einen Zeiten dabei auswählen, könnte ich hier sagen, bei der beim Verkehr aufzeichnen, ohne Regel, könnte ich mir das zum Beispiel in meinem Webshark schnell ansehen. Ein paar Pakete davon, was da übertragen wurde, in dem Fall HTTP. Und kann damit sehr gut jetzt Live-Analysen machen. Und hiermit kann man jetzt auch sehr gut natürlich mit Regeln optimieren. Ich habe bei einigen Tests herausgefunden, wir können jetzt hier wirklich bis 200 Byte Payload noch aufzeichnen und zeichnen jetzt auf eine U2-SSD mal mit 2,4 Gigabyte pro Sekunde Datenrate. Das heißt, man kann das Allegro auch in besonderen Einsatzszenarien darauf optimieren, dass die Paketrate enorm hoch ist, indem ich Features abschalte und man damit unglaublich hohe Performance analysieren kann. In dem Fall mit einem Allegro 3300. Okay. Gut, das Ganze können Sie auch nochmal nachlesen, natürlich in dem Performance Optimization Guide, in dem wir auch noch mehrere andere Tipps geben, womit man Sachen optimieren kann. Ein Beispiel hierfür ist,
dass wir bei einigen Kunden herausgefunden haben, dass es dort sehr stark unverteilte, starke Schwankungen in der Last gibt. Bedeutet, es kommen sehr wenig Pakete an bei 40 Gig und urplötzlich kommt ein kurzer Peak von genau einer Verbindung mit 40 Gig Line Rate. Und da haben wir einen Modus eingebaut, der kommt mit dem nächsten Release, wo man dem Allegro erlaubt, für kurze Zeit mal deutlich mehr Pakete zu puffern, damit das Allegro, wenn es schläft, weil sehr wenig Pakete ankommen, genügend Zeit hat aufzuwachen. Das erlaubt uns, anstatt 500 Watt bei dieser Appliance halt deutlich unter 100 Watt Strom zu verbrauchen. Und finden wir sehr sinnvoll, dass das nicht immer unter Volllast läuft. Und hier gibt es noch mehr dafür zu lesen, wo man für bestimmte Randfälle noch Optimierung einbauen kann. Die einfachste Optimierung, die Sie immer vornehmen können, ist, betreiben Sie das Allegro im sogenannten Sync-Mode, also dass es nur Paket empfängt, dann muss es diesen nicht nochmal als Software-Bridge weiterleiten. Gut. Ich wäre damit soweit durch mit Teil 1 von dem Webcast. Ich hoffe, er war informativ für Sie.